Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 10, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache Nummer 13.033. Digitale Gefahrenabwehr, Sicherheitslücken entdecken und schließen. Ich öffne die Aussprache und für die Piratenfraktion hat das Wort Herr Kollege Herrmann. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Die Europäische Union hat den Oktober 2016 zum Cyber Security Month erklärt. Ich denke, unser Antrag passt ganz gut dazu. Sie erinnern sich vielleicht an die Meldung von vergangener Woche Dienstag, als bekannt wurde, dass es eine Hintertür, also einen unbekannten Zugang in einem Netzwerk Videoüberwachungssystem gibt, in einem System, das hauptsächlich in Hochsicherheitsumgebungen weltweit eingesetzt wird. Dieser der Öffentlichkeit unbekannte Zugang wurde von einem Geheimdienst genutzt, von der NSA. Dieser Geheimdienst hatte also im wahrsten Sinne des Wortes Einblicke in vermeintlich gesicherte Räume weltweit, und das seit mindestens dem Jahr 2015. Dass dem BND dieser Zugang, diese Sicherheitslücke auch seit 2015 wohl bekannt war, kommt noch erschwerend hinzu. Es wäre natürlich naiv anzunehmen, dass dies die einzige Lücke in Netzwerksicherheitssystemen ist. Genauso naiv wäre es anzunehmen, dass dies die einzige Lücke ist, die der NSA oder dem BND bekannt ist. Und noch naiver wäre es anzunehmen, dass derartige Lücken den Kriminellen dieser Welt und insbesondere der organisierten Kriminalität nicht bekannt sind. Und damit komme ich zum Kern unseres Antrags. Angriffe aus dem Netz, sogenannte Hackerangriffe, aber auch staatlicher Cyberwar existiert nur, weil es Lücken, also Fehler in Software gibt. Wir möchten mit unserem Antrag öffentliche Stellen in Nordrhein-Westfalen verpflichten, entdeckte Softwarefehler umgehend den verantwortlichen Herstellern zur Fehlerbehebung zu melden und nach einer festgelegten Zeit zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung ist dabei der wichtige Punkt, denn nur wenn ich weiß, wo eine Lücke ist, kann ich die auch schließen bzw. eine neue Softwareversion einspielen und damit das Netz und die Nutzung von Computern sicherer machen. Und jede bekannte und geschlossene Lücke trägt zur Sicherheit weltweit bei. Das Entdecken und Schließen und Veröffentlichen von Softwarefehlern, das ist für uns Piraten digitale Gefahrenabwehr. Leider wird aber seit längerer Zeit das Gegenteil praktiziert. Und leider auch und gerade von Behörden und ganzen Regierungen. Ich war gestern auf einem sehr interessanten Vortrag hier in der Akademie der Wissenschaften in Düsseldorf. Dort hat Professor Paar von der Ruhr-Uni Bochum über Sicherheit und Unsicherheit im Internet der Dinge referiert. Er hat dabei ein sehr interessantes Schaubild gezeigt über den Anstieg der sogenannten Hackerangriffe im Internet. Das war eine stetig ansteigende Kurve von 2005 bis heute. Die These dazu: Kriminalität entwickelt sich da, wo es einen Markt gibt, wo es Möglichkeiten gibt. Dazu gehört auch, dass ab ca. 2004, 2005 die Aktivitäten der Geheimdienste im Internet merkbar und wirksam wurden. Nach 9/11 hat es eine Zeit gedauert, bis die Milliarden, die in den USA in die NSA und andere Geheimdienste gesteckt wurden, sich halt bemerkbar gemacht haben und auch über die Software Lücken im Internet ausgenutzt worden sind. Überwachung funktioniert auch übrigens nur über Lücken in Software. Jetzt muss man nur eins und eins zusammenzählen, um zu erkennen, dass Sicherheitslücken geheim zu halten und zum eigenen Vorteil zu verwenden, als kriminelle Gruppe, als Cryptkiddie oder auch als Geheimdienst eben nicht funktioniert und zu Unsicherheit führt. Das ist wie mit Waffen. Die werden auch nicht nur von Guten verwendet, sondern die Bösen haben halt auch immer welche. Und wir sollten den Markt, der auch gerade in Deutschland entsteht, zum Beispiel durch Hochrüsten der Bundeswehr zu einer Cyberarmee, eben nicht fördern, sondern austrocknen. Deswegen dürfen Softwarefehler nicht geheim bleiben, sondern müssen, wenn sie entdeckt sind, geschlossen und bekannt gemacht werden. Das ist digitale Gefahrenabwehr, und hier sollte Nordrhein-Westfalen Vorbild werden. Das ist der Gegenstand unseres Antrags, und darüber wollen wir mit Ihnen im Ausschuss weitersprechen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Herrmann. Und für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Bialas. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank an die Piraten für den Antrag. Er beschreibt in weiten Teilen das Handeln und die Haltung der Landesregierung. Einzige Ausnahme, die ich hier auf Anhieb sehe, ist, dass die Informationen an die Bürger nicht über das CERT NRW, sondern über das BSI laufen. Wir lehnen den Antrag inhaltlich ab, denn er ist überflüssig. Aufgrund von aktuellem Regierungshandeln der Überweisung stimmen wir zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bialas. Und für die CDU-Fraktion spricht Herr Stein. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Ja, ich muss ehrlich gestehen, dass ich den Antrag, das muss ich vorwegschicken, doch recht schwierig zu lesen fand, was die grammatikalische, orthografische und sprachliche Aufbereitung darstellt. Nun ist der Antrag eingebracht und wir setzen uns natürlich auch gerne damit auseinander. Sie bemängeln, dass die zentrale Verbreitung bzw. Weiterleitung von Warnmeldungen zu Schwachstellen in Netzwerkdiensten, Applikationen und Betriebssystemen in Nordrhein-Westfalen bislang ausschließlich Aufgabe des Landes Computer Emergency Response Teams, des CERT, ist. Diese Vorgehensweise, liebe Piraten, nennt man aber Spezialisierung. Und wenn ich Ihren Antrag da richtig verstanden habe, schlagen Sie hier das Prinzip vor, alle machen alles. Unserer festen Überzeugung nach verursacht das nicht nur Chaos, sondern im Zweifel auch Intransparenz und Mehrkosten. Und Sie sollten doch wissen, viele Köche verderben den Brei. Weiterhin sprechen Sie dann davon, dass die Interessen von Sicherheitsbehörden an der Geheimhaltung von Sicherheitslücken gar nicht berücksichtigt werden dürfen. Sie erwähnen es sogar explizit. Ja, da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Unsere Sicherheitsbehörden, die tragen jeden Tag Sorge für unsere Sicherheit. Und die permanente Gängelung nach einem Schwarz-Weiß-Muster, die sie gerne betreiben, in völliger Undifferenziertheit, wird der verantwortungsvollen Aufgabe unserer Sicherheitsbehörden nicht gerecht. Und gänzlich erstaunt war ich dann, als ich Ihre Forderung gelesen habe, dass Sie als verbindliches Verfahren zur Veröffentlichung von Sicherheitslücken das sogenannte Responsible Disclosure-Prinzip vorschlagen. Und hier haben Sie mich einen ganz kurzen Moment auch leicht verunsichert. Denn ich bin immer davon ausgegangen, dass seitens des CERT bisher nach genau diesem Verfahren vorgegangen worden ist. Und dann habe ich gestern Herr Jäger bei Ihnen im MIG angerufen und ich habe das MIG kontaktiert. Und siehe da, meine Verunsicherung konnte ebenso schnell weichen, wie sie gekommen war zuvor. Sicherheitslücken werden beim CERT schon längst nach diesem Verfahren kommuniziert. Das ist also insofern überflüssig, was Sie hier fordern. Der Überweisung in den Ausschuss stimmen wir trotzdem zu und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Stein. Und für die Grüne Fraktion spricht nun Herr Bolte. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Kollege Herrmann, Sie sehen, bei den anderen Fraktionen gehen die Wortbeiträge etwas zügiger. Das kann man durchaus so deuten, dass wir uns zumindest in der Zielrichtung und in der Relevanz des Themas durchaus einig sind, aber dass wir auf der anderen Seite durchaus bei dem Antrag konkret dann wieder sehr weit auseinanderliegen. Jedenfalls so weit ist der Antrag in seiner konkreten Formulierung hier vermuten lässt. Ich würde insofern vorschlagen, dass wir vielleicht direkt mit einem Verfahrensvorschlag sprechen im Anschluss an diese Beratung, dass wir nämlich in der Ausschussberatung so verfahren wie letzte Woche bei Ihrem Antrag zur Open Government Partnership. Da war es, darin hatten Sie vorgeschlagen, als Piratenfraktion die Kommunen mit einem Programm zu beglücken, das die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände dann aber für überhaupt nicht erforderlich ansahen. Insofern sollte man vielleicht einfach mit den Adressaten Ihres Antrags im Ausschussverfahren ins Gespräch kommen, denn ich vermute ehrlich gesagt, dass es bei diesem Antrag genauso ausgehen wird. Denn wenn man mal von der Bekenntnisebene wegkommt und sich anschaut, was Sie konkret fordern, dann ist das nicht so richtig viel Neues. Wir haben es eben schon gehört, das Responsible Disclosure Prinzipien kommen bereits jetzt heute zur Anwendung und das CERT arbeitet auch
sehr erfolgreich. Und es ist auch so, für sichere Kommunikation setzen wir uns in Nordrhein-Westfalen auch bereits ein. Und da darf ich zum einen erinnern an eine Reihe von gemeinsamen Anträgen, die wir hier ja auch mit der Piratenfraktion und den regierungstragenden Fraktionen gemeinsam auch verabschiedet haben, zum Beispiel zum Appell der Schriftsteller, genauso auch die Kompetenzforderung über sichere Kommunikation. Und im E-Government-Gesetz ist ja auch klar vorgesehen, dass öffentliche Stellen sichere Kommunikationswege anbieten. Herr Kollege, gestatten Sie Zwischenfrage von Herrn Herrmann? Ja, warum nicht? Das ist nett. Bitte schön, Herr Kollege. Ja, vielen Dank, Herr Wolter, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben schon mitbekommen, dass ich in meiner Rede erwähnt habe, eine Sicherheitslücke, die staatlichen Stellen auch in Deutschland seit über 10 Jahren bekannt ist und die halt eben nicht in einem Disclosure-System halt öffentlich gemacht wurde, sondern bis heute geheim gehalten wurde. Ich habe Ihrer Rede durchaus aufmerksam zugehört, kann Ihnen aber auch versichern, dass die Prinzipien in den Leitlinien unserer entsprechenden Behörden zur Anwendung kommen, durchaus. Den konkreten Fall, wie weit da Landesbehörden involviert sind, haben Sie jedenfalls nicht zugesagt, sondern Sie haben das referiert, was ich auch aus der medialen Berichterstattung wahrgenommen habe. Das sind sicherlich Fälle, über die man sprechen muss, aber Sie haben die Relevanz konkret für die zuständigen Stellen in Nordrhein-Westfalen, habe ich jedenfalls nicht wahrgenommen in Ihrer Rede. Wenn es denn der Wahrheitsfindung dienlich ist, können wir da sicherlich auch im Ausschussverfahren drüber sprechen. Dann müssen wir aber auch tatsächlich über die Erfolge sprechen, die wir für sichere Kommunikation in Nordrhein-Westfalen erreicht haben. Ich habe eben die Anträge, die wir hier gemeinsam auf den Weg gebracht haben, angesprochen, genauso wie eben das E-Government-Gesetz, weil ich tatsächlich glaube, und da sind wir uns, lieber Kollege Herrmann, tatsächlich absolut einig, dass es wichtig ist, dass öffentliche Stellen als Top-Runner ein Stück weit auftreten in dieser ganzen Frage, dass wir eben mit den öffentlichen Stellen sichere Infrastrukturen, sichere Kommunikationswege bereithalten, damit die Leute im Land auch sehen, das bringt mir was, das bringt für uns in meine persönliche Sphäre auch etwas, wenn ich mich mit diesem Thema auseinandersetze. Aber nichtsdestotrotz finde ich bei diesen Themen, die Sie hier immer wieder und ja auch nicht völlig zu Unrecht einbringen, schon wichtig, dass wir uns eben mit dem konkreten landesrechtlichen Rahmen auseinandersetzen. Und ich habe jedenfalls nicht gesehen, dass es landesrechtliche, landespolitische oder Bestrebungen durch Landesbehörden gibt, irgendwo Backdoors in Softwareprodukte einbauen oder da Verpflichtungen irgendwo vorzusehen. Das ist durchaus vernünftig, weil das würden wir natürlich auch nicht mitmachen. So, das war jetzt einmal kurz zu den konkreten Forderungen, die Sie in Ihrem Antrag umrissen haben. Ich bin gerne bereit, mich im Ausschuss davon überzeugen zu lassen, dass meine Vorredner und ich nicht recht hatten, dass Ihr Antrag doch noch revolutionär Neues bringt und dass er nicht überflüssig ist. Ich glaube aber, nach dem, was uns auf dem Papier vorliegt, ist er das schon. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Bolte. Und die FDP-Fraktion wird vertreten von Herrn Lobke. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache es mal kurz. Liebe Fraktion der Piraten, Ihre Problembeschreibung und Ihre Sorge über Art und Umfang der Bedrohung durch die elektronische Angriffe, das teile ich. Aber ich habe mit dem in Ihrem Antrag dargestellten Lösungsansatz doch Probleme. Es erscheint fraglich, inwieweit die im Antrag genannten Verbesserungsvorschläge nach dem Motto, wie haben Sie das genannt, digitale Gefahrenabwehr bedeutet, dass jetzt das Land offen, transparent und zeitnah vor bekannten Gefahren warnen muss, ob das so alleine zielführend ist, dann die genannte Problematik wirklich wesentlich zu verbessern. Ich glaube, das sollten wir uns im Ausschuss noch mal genauer anschauen. Ich freue mich natürlich sehr auf die intensiven Beratungen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Lübcke. Und nun spricht Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion. Im Grunde ist zu Ihrem Antrag eigentlich fast alles gesagt. Er ist gut gemeint. Ob er wirklich dringend erforderlich ist, lasse ich dahingestellt. Keine der beschriebenen Forderungen ist neu. Wir sind über den CERT NRW bereits seit langem Partner im deutschen CERT-Verbund, dem Verwaltungs-CERT-Verbund
und dem BSI. Wir arbeiten dort eng zusammen, wenn es darum geht, das bestmögliche Sicherheitsniveau zu gewährleisten. Auch eine Geheimhaltung von Sicherheitslücken, wie Sie unterschwellig darstellen im Antrag, findet nicht statt. Im Gegenteil, NRW setzt sich für eine sichere Kommunikation über elektronische Medien ein, ohne Lücken und ohne Hintertüren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Weitere Wortmeldungen haben wir nicht, also kommen wir zum Vorschlag Überweisung. Wer stimmt der Überweisung zu? Zunächst an den Innenausschuss federführend, an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand, Handwerk. Abschließende Abstimmung federführend Ausschuss in öffentlicher Sitzung. Wer will das so? Gibt es Gegenstimmen? Enthaltung? Einstimmig so gewollt und damit so überwiesen. Vielen Dank. Tagesordnungspunkt 11. Zweite Lesung.